Hier fahren die Stars von morgen die internationale Kids-Tour im Radsport. In diesem Jahr zum 22. Mal ausgetragen, organisiert vom Berliner Radsportverband. Die Tour wurde ins Leben gerufen. Unter ausländerfeindlichen Verhältnissen 1993, ich glaube es war in Solingen, um einfach die Kinder zueinander zu führen und eine gemeinsame Veranstaltung zu erleben und damit Freundschaft und Verständigung zu erzielen. Doch natürlich geht es bei der Kids-Tour auch sportlich ordentlich zur Sache. Auf insgesamt 4 Etappen ermitteln die Nachwuchsfahrer den Gesamtsieger. An den Start gehen Mädchen und Jungen. Sie fahren in den Altersklassen U13 und U15. Die Tour erfreut sich auch großer internationaler Beliebtheit. Die Radfahrer kommen in diesem Jahr aus insgesamt 8 Nationen, unter anderem aus Schweden und Tschechien. Die Wichtigkeit, es ist ja eine der wenigen Rundfahrten, die in Deutschland stattfinden, soweit ich weiß 3 Stück. Und europaweit ist mir auch kein Vergleich, wüsste ich keinen Vergleich. Also man könnte fast sagen, es ist Europas größte Rundfahrt für diese beiden kleinen Altersklassen. In diesem Jahr gehen insgesamt rund 300 Teilnehmer an den Start. Und wer weiß, vielleicht war ja auch schon der kommende John Degenkolb dabei. Der hat nämlich auch einst die Kids-Tour erfolgreich absolviert.